Spritze damit füllen? Das geht, okay. Jetzt ist es in der Spritze. Das Bier dadurch, okay. Jetzt hat er es gerade gesagt mit dadurch ätzen. Die ganze Geschichte hat noch nicht den Höhepunkt erreicht, aber ich... Okay. Mal sehen, was passiert. Wow. Er hat die Prophezeiung erfüllt. Er ist der Mann in Weiß. Wenn ich das gewusst hätte, verzeih mir. Du sollst fortan bekannt sein als El Larry. Natürlich. Aha. Und jetzt isst diesen Kaktus. Was? Warum sollte ich... Es ist ein Teil der Prophezeiung. Der Mann in Weiß muss den heiligen Kaktus essen, damit seine Sinne geschärft werden und... Immerhin klingt das überhaupt nicht... Klar, her damit. Hier, nimm. Ziemlich salzig. Ich fühle... Das sind also geschärfte Sinne? Der Kaktus hat dir neue Fähigkeiten verliehen, El Larry. Du kannst nun mit den wundervollsten Wesen auf Erden reden. Hey, willst du was? Klar will ich was. Dann spuck mir doch einfach ins Maul, du Tier. Oh ja, gib mir Tiernamen. Du Kamel. Wow, du musst es natürlich wieder übertreiben. Ihr habt das mit dem Wrestling wohl falsch verstanden. Ich glaube, der Gringo kann uns verstehen, Compadre. Ay, Dios mio, was war in der Guacamole? Dann ist es also wahr? Ja, der Gringo ist El Larry. Wir verstehen uns. Erlaube es uns, dass wir uns vorstellen. Wir sind... Alparca und... El Ingulado. Macht absolut Sinn. Es ist unsere heilige Pflicht, dem Auserwählten den Weg zu weisen. Ein Geheimgang führt durch den Kamin in Los Leftos hinter die Mauer. Um ihn zu öffnen, musst du einen uralten und verborgenen Mechanismus betätigen. Einen Hebel neben dem Kamin. Beweg dich zur Villa und erfülle dein Schicksal. Hast du das alles verstanden? Ins Feuer springen, in Rauch verwandeln, durch den Schornstein fliegen, verstanden. So in etwa. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Danke. De nada. Easy. Da hätte ich ja auch selbst drauf kommen können. Absolut sinnig. Das muss der Mechanismus. Ein geheimer Durchgang. Das muss BJs Villa sein. Die Alpakas haben gesagt, dass ich mein Schicksal erfüllen muss. Faith, ich komme. Pi, was ist los? Du bist die ganze Zeit so still. Ja, sonst denken die Leute, ich hätte was mit dir zu tun. Was ist das denn für ein Ding? Eine gigantische, fleischfressende sieht irgendwie hungrig aus, wie... Durch dieses Fenster könnte ich... Ist das Fenster aufgemalt? Ich bin sehr verwirrt. Was für ein riesiges... Ungewöhnlich großes Radiergummi. Nee, ist klar. Ah, die hängt so sehr buschig. Die Aubergine ist unten. Das würde nur zu... Da geht es zwar ziemlich... Nichts da. Okay. Verschlossen. Ich... Das hilft mir nicht.
Oh nein, die würde mir... Ich habe die... Ja, ist ja gut. Ja. Jetzt habe ich. Ich muss ein. Das war alles sehr merkwürdig, aber das Fenster ist jetzt offen. Solange die Pflanzen. Okay. Das ist gut. Jetzt gibt es kein. Das. Also ich muss das Ding hier. Gigantische Aubergine. Brauche ich. Das würde nur zu... Ah, die hängt zu fest an der Pflanze. Ich bekomme sie nicht ab. Wir haben ein Buch gegenschlagen. Besser nicht. Das ergibt nicht so viel Sinn. Doch, wir haben ein Buch gegenschlagen. Geht, ganz gut. Mal sehen, was... Wow, das Ding hat der Pflanze das komplette Wasser entzogen. Jetzt ist sie ganz schön schlapp geworden. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Ja, jetzt stopfen wir die große Aubergine in die Fliegenfalle. Nichts. Ja, das soll. Scheint ihr geschmeckt zu haben. Mahlzeit. Sieht sicher aus. Was? Wie bin ich denn jetzt? Ach, auch egal. Dann mal los. Faith! Ich komme. Wow. BJ hat keine Kosten und Mühen gescheut. Ah, oh, verdammt, ich komme nicht nach unten. Diese Seite der Treppe wurde gerade gewischt. Und die andere frisch gestrichen. Was soll ich jetzt machen? Faith, ich will mich entschuldigen. Warte. Sie reagiert nicht. Soll ich da jetzt hinterher, oder? Da ist sie. Baby, warte. Warum hört sie mich nicht? Ich gehe einfach. Ich gehe mal durch die gleiche Tür. Mal gucken. BJ darf mich nicht finden. Was ist mit BJ? BJ muss Faith bedroht haben. Und er wird was erleben, wenn ich ihn in die Was mache ich denn jetzt? Hey Süße, jetzt warte doch mal. Ich muss in den Geheimraum. Wo ist sie jetzt hin? Sie ist nicht wieder hochgegangen. Sie muss irgendwo hier unten sein. Hört sich an, als wäre etwas dahinter. Hört sich an als ein geheimer. Habe ich nur eben gesehen. Das hätte ich schwer. Da war eine Tür dahin. Aber. Ach so. Die ging einfach auf. Dahinter ist. Faith. Ah! Autsch! Larry! Hilfe! Ah, bist du wieder wach? Gut, du bist mir ein letztes Mal in die Quere gekommen. Das neue Pifon wäre mein Meisterstück gewesen. Damit hätte ich die Hirnströme aller Menschen kontrolliert. Ihr Denken, ihren Sexualtrieb, ihre Gesinnung. Und ich hätte es so aussehen lassen können, dass in Wirklichkeit Faith hinter allem steckt. Aber deinetwegen ist nun alles schiefgegangen. Moin Nils, ich weiß nicht, wann du geschrieben hast. Ich sehe es jetzt gerade erst. Hi, wie geht's? Willkommen bei YouTube mit. Gib auf, und ich bin dir gnädig. Dir ist schon klar, dass du in einem verdammten Käfig hockst. Ich werde alles in die Luft jagen. Es werden keine Beweise zurückbleiben. Und diese ganze Katastrophe wird man dir in die Schuhe schieben. Damit du die Sekunden bis zu deinem Ende runterzählen kannst, Larry,
nun? Immerhin sind wir jetzt alleine, Faith. Larry, du verdammter... Faith? Ich glaube, sie ist ohnmächtig geworden. Natürlich. Einfach so, vielleicht finde ich etwas... Ach, hat er mir abgenommen. Da würde ich rankommen, aber was soll ich mit... Wenn die näher am... Das hat mehr als eine... Unerreichbar von hier aus. Könnte nützlich... Ein Königreich für... Zu weit... Ich komme so nicht... Vielleicht könnte ich was da... Aber was sollte das... Ich hab ja nichts zum Werben. Ich komme ja nirgends voran. Was soll ich denn tun? Prinzipiell habe ich ja nie. Na, okay. Okay, das war also gewollt, dass das passiert. Das war alles nur ein Traum. Wow. Ganz ruhig, Larry. Was war das? Der Kaktus hat dir eine Vision geschenkt. War ein beschissenes Geschenk. Was für ein beschissenes Geschenk. Es war aber nötig. Du hast nun gesehen, was geschehen kann. Jetzt brauchst du nur noch den Schlüssel. Schicker Kaktus. Was ist gerade... Ich hatte da schon mal so eine Vision mit einem Schlüssel. Nein, der Schlüssel, der hier. Ach so. Wofür ist der? Dieser Schlüssel ist die Rettung. Schon komplett los. Okay. Dann nehme ich ihn mit. Feigling. Ein mysteriöser Schlüssel. Okay. Ich weiß, dass da der Hebel ist. Okay, wieder hier. Elray hat gesagt, dass ich erlebt habe, was geschehen kann. Aber nicht, was geschehen muss. Diesmal werde ich BJ aufhalten und Faith retten. Ich muss in die Villa. Aber hier sieht es irgendwie anders aus als vorher. Pi, was ist los? Du bist die ganze Zeit so still. Mir wird das langsam alles zu wirr. Mir auch. Wo vorher die Pflanze war und da ist, hört sich gefährlich. Wäre der Deckel geschlossen, könnte mir das was... Wenn ich den Deckel zu... Okay. Da ist Wasser drin. Noch ein riesiges Teil. Keine Chance. Also, Wasser drauf. Das ist gut, so wie es ist. Besser nicht. Das hat den... Zum Glück kenne ich mich so gut. Oder, Geologie. Was war das mit den Felsen? Geologie. Die Erde ist... Müllton-Deckel. Okay. Ah. So, jetzt die Scheibe einschmeißen. Das könnte... Ja. Dann mal los. Diesmal aber wirklich. Oh je. Genau wie in der Vision. Aber wo ist Faith? Ich muss nach unten in den Geheimraum. Da was ist denn hier los? Nicht? Wo ist der Geheimschalter hin? Jetzt steht hier eine Statue von Faith. Ich muss den Schalter finden. Ich bekomme... Irgendwo muss doch der...
Da? Da bist du ja. That was easy. Ich bin bereit. Hoffentlich endet das nicht so wie letztes Mal. Und wahrscheinlich genau umgekehrt. Faith, ich komme. Oh! Ich wieder im Teleporter. Das war klar. Larry! Hilfe! Ah, du bist wieder wach. Gut, du bist mir ein letztes Mal in die Quere gekommen. Alles hat so gut funktioniert. Niemand hat gewusst, was für eine Flachpfeife BJ eigentlich ist. Hey! Ich konnte mich im Hintergrund halten. Aber das ist jetzt vorbei. Moment, was? Was, Moment? Ich habe jetzt genug Timberpunkte. Faith, ich habe jetzt genug Timberpunkte. Ich gehe mit dir auf kein Date. Sag das doch gleich. Was soll das? Warum sperrst du BJ ein? Weil er komplett unfähig ist. Ich habe ihm alle möglichen Beschäftigungen gegeben. Er durfte die Farben für die Geräte aussuchen, die Styroporsorten für die Verpackung. Er durfte seine Fresse in jede verdammte Kamera halten und sich als der große Chef von Prune geben. Hauptsache, er lenkt von mir ab. Hab ich ja auch. Immer wieder hat er bei Prune für Chaos gesorgt. Die Sache mit den falsch rum eingebauten Antennen im vorletzten P-Phone. Da habe ich ihn nur 5 Minuten unbeaufsichtigt gelassen. Dann ist er immer wieder verschwunden und wir mussten ihn am nächsten Morgen in irgendeiner abgehalfterten Bar in New Lost Wages aufsammeln. Und so hat er auch den Prototypen verloren. Und das ganze Elend nahm seinen Lauf. Anders gesagt, so bist du erst in unser Leben getreten. Leider. Aber er ist doch der Chef. Er ist eine Marionette, nichts weiter. Also habe ich BJ angeheuert. Einen abgehalfterten Schauspieler. Es musste schließlich ein Mann ganz oben stehen. Irgendwann habe ich es genossen, alles aus dem Hintergrund lenken zu können. Aber wegen dieses Chaos, das du angerichtet hast, steht meine Firma am Abgrund. Und BJs Zeit ist vorbei. Solltest du nicht den bösen Plan haben, das P-Phone als Überwachungsgerät zu nutzen und alle Menschen kontrollieren zu wollen? Was meinst du damit? Das tun wir doch längst. Alle Leute überlassen uns ihre Daten freiwillig. Und die Sensoren des P-Phone zeichnen alles auf. Niemand kennt mich besser als du, Schätzchen. Glaub mir. Ich weiß mehr über dich, als ich jemals wissen wollte. Es wird mich einige Mühe kosten, dich wieder zu vergessen. Aber keine Sorge. Das wird mir schon gelingen. Überlegst du dir das doch nochmal mit dem Date? Vielleicht? Ja. Nein, genug jetzt. Sage ich doch. Was für ein Schwächling. Wie passend, dass ihr beide nebeneinander verrotten werdet. Hier findet euch niemals irgendjemand. BJ war ein Fehler. Ich hätte ihn schon früher austauschen sollen, als er durchgedreht ist. Wäre das nicht auch ein Job für dich? Schließlich hast du Durchhaltevermögen bewiesen. Ich nehme den Job, das lasse ich mich auf dem Watschachen einspannen. Ich nehme den Job. Durchhaltevermögen. Ich nehme den Job. Ich nehme den Job. Das hättest du wohl gerne. Nein, Larry. Du wirst hier dein Ende finden. Schade. Ich habe aber einen Schlüssel. Ach, dafür war der Schlüssel also. Wie kommen wir hier? Lass mich zurück, Larry. Ich habe es nicht verdient, gerettet zu werden. Oh, geht klar. Geht klar. Mit. In der Vision vorhin? Ich hoffe, jetzt ist es nur... Sehr gut. Faith! Ach doch, der Selbstzerstörungsknopf. Ah, und jetzt? War ich nicht links? Faith? Bestimmt hier. Ja. Komm mir nicht zu nahe. Dein Timberstand ist mir egal.
Du bist schlimmer als BJ. Der hält echt nicht viel aus, was? Zwing mich nicht, dich hier runterzuwerfen. Das ist doch alles nur ein großes Missverständnis. Wie bist du eigentlich rausgekommen? Mit dem Türöffner. Ich meine aus dem... Moment, was für ein Türöffner? So ein roter Knopf. Der rote Knopf bei der Tür? Das ist nicht der Türöffner. Ich wusste, dass es eine blöde Idee war, den Knopf direkt neben der Tür anzubringen. Das stimmt. Faith, was hast du getan? Du Idiot hast die Selbstzerstörung aktiviert. Das war völlig normal, eine Villa zu bauen mit Selbstzerstörungsknopf. Der rote Knopf. Das ist ihre Haftpflichtversicherung. Moment. Mann, ich biete noch immer aus. Ach, der rote Knopf. Ja, der rote Knopf neben der. Ach, ist doch scheißegal. Faith! Geh nach links. Geh nach links. Das war knapp. Larry, trotz allem hast du mein Leben gerettet. Mit welcher App bekomme ich Punkte? Du bist so schön, um platt gemacht zu werden. Ich habe genug, wir ziehen uns jetzt aus. Du bist so schön, um platt gemacht zu werden. Larry, ich glaube, wir sollten... Hm? Ach du. Er hat doch bestimmt was auf den Dötz gekriegt, deswegen träumt er das jetzt oder so. Er kriegt noch was auf den Dötz, okay. OMG! Faith! Und das war das Letzte, was ich von ihr gesehen habe. Traurige Geschichte. Aber wenigstens lebt sie noch. Ich werde nicht aufgeben, bis ich sie gefunden habe. Sie hat versucht, dich zu töten. Mehrmals. Meine Güte, was sind die im 21. Jahrhundert alle empfindlich geworden? Und BJ war im Haus, als es explodiert ist? Oh, stimmt ja. Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren. Ein Bier. Ach was? Was? Drei. Wie hast du dich befreit? Der Käfig ist beim Aufprall zerschellt. Und du, Larry? Was machst du jetzt? Ich werde meinen Crew retten und dafür sorgen, dass sie die Chefin wird. Ich werde den Weg finden, in die 80er zurückzugehen. Ich weiß jetzt, dass wir schon als Alpaka-Trainer werden. Keine Ahnung. Wie ist das jetzt mit dem Bier? Ich weiß nicht, ob das jetzt gut für dich wäre. Wer eine Explosion überlebt, verkraftet auch dein Bier, Lefty. Na gut. Oh, neue Matches bei Timber. Lass stecken, Larry. Das war's? Okay, das war's. Anscheinend. Gut. Vielleicht kommt ja noch was im Abspann. Tja, das war also Lover Shoot Larry. Ich habe keine Ahnung, welcher Teil der letzte jetzt rausgekommen ist. Aber das Ende ist ja schrecklich. Also gut, Faith hat sich dann quasi noch in uns verknallt, weil ich sie gerettet habe. Ist dann aber mit dem Boot davon. Der Typ hat wundersamerweise überlebt. Und er hat keine Ahnung, was er jetzt macht. Außer Matches bei Timber und ja, toll. Da muss aber eigentlich jetzt nach dem Abspann noch irgendwie eine Happy End Szene oder so kommen. Das ist ja ganz doof. Ey.
Mir gefällt aber der Abschiedssong, der... Das hat so ein bisschen Elektro-Swing-mäßig ist. Also Swing-Musik. Ist auf jeden Fall Swing, Ron. Nicht so viel Elektro drin, aber irgendwie voll cool. Echt, da passiert jetzt alles mehr. Okay. Kein schönes Ende. Das hättet ihr echt schöner machen können, dass Larry noch mit irgendjemandem zusammenkommt oder so. Oder keine Ahnung. Na gut. Okay. Was jetzt? Ist das jetzt ein neues Spiel oder was? Nö. Ach, ich bin... Hä? Wo bin ich denn jetzt quasi? Keine Ahnung, durch ist durch. Ich keine Ahnung, was das gerade war jetzt. Also, egal. Also, vielen Dank fürs Zusehen bei YouTube und bei Twitch hier natürlich auch. Ich wechsle schon mal wieder die Szene und bei YouTube sage ich danke, dass ihr zugesehen habt. Habe ich eben schon gesagt. Ich wiederhole mich. Nur Quatsch. Mal gucken, was als nächstes bei YouTube landet. Ich bin selber noch gespannt. Ich weiß es nämlich noch nicht. Bis zum nächsten Mal.